Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation meines Plots, also zur kurzen Erläuterung der Funktionsweise. Ganz schnell, hier, jedes Stockwerk besteht aus zwei Plantagen und hat jeweils einen Schalter für beide Plantagen. Wenn man den umlegt, fließt das Wasser. Und wenn das Wasser fließt, wird hier alles abgeerntet. Und das Wasser spült dann alle Items bis ganz nach hinten. Und ganz hinten hat man jeweils für eine Plantage eine Säule. Und diese Säule nimmt dann alle Items auf. Auch die Eier meiner Hühner, die in den Plantagen zu finden sind. Und so gelangen alle Items nach unten, so wie im Fall. Und die werden dann von diesen Trichtern hier aufgenommen. Und diese Trichter leiten dann alles weiter in die Sortierungsmaschine, wo alles sortiert wird. Hier die Eier und so, hier Kartoffeln und so weiter und so fort. Das, wie man, nee, je nachdem, wie man hier die Filter einstellt. Und zusätzlich habe ich hier für Seeds diese Sortierungsmaschine mit einer Glocke, die hier drunter ist, gebaut, damit ich, damit sich der Überfluss meiner Seeds nicht noch weiter ausbreitet. Und die Linie hier, diese Trichterlinie, führt zu dieser Lore hier und diese Lore transportiert die Ernte nach oben. Weiterhin im Keller haben wir, oder habe ich hier diese Plantagen angebaut und die funktionieren folgendermaßen. Wir haben hier die Pflanzen und wenn eine Pflanze wächst, die kann nur nach vorne wachsen in dem Fall, dann wird es vom Komparator wahrgenommen und hier werden die Kolben, wie man es gerade gehört hat, aktiviert und ernten dann die Melone. Die Melone, die da abgeerntet wird, wird dann von dieser Trichterlore hier aufgenommen und wenn die Trichterlore was aufgenommen hat, dann geht sie alles hier in diese Truhe runter. Hier oben haben wir nochmal das Gleiche und zusätzlich haben wir hier noch Kakao mit einem Knopf immer zwei Reihen, also die unten beiden und mit dem Knopf die zwei. Genau, das alles per Hand, sonst alles automatisch. Dann habe ich noch oben, wo die Lore ankommt, habe ich zusätzlich noch einen Ofen. Wenn ich zum Beispiel Kartoffeln braten oder backen möchte, dann kommen die, da kommt die Ernte, die man eingestellt hat, unten in der Sortierung, kommt hier oben an, also unten in mein Lager. Und das kann ich dann alles rausnehmen und hier zum Beispiel hier reinpacken, wird das alles in diesen Ofen reingepackt, der seine Kohle von hier bekommt. Und wenn der fertig ist, dann hat er hier unten entweder hier oder hier alles gespeichert. Und so kann ich das alles schön einfach alles rausnehmen und alles funktioniert automatisch. Und die Lore, die hochgekommen ist, bringt dann Weizen hier oben hin, sodass hier mein Lager ständig von alleine befüllt wird, solange ich noch anpflanze zum Beispiel. Ja, das war's eigentlich. Vielen Dank von mir für die Teilnahme.